Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Es geht weiter mit Rambazamba in Entenhausen. Oder so ähnlich, nee. Wir sind wieder in Valheim. Ich bin noch in der gleichen Aufnahme und mir ist gerade direkt eine Idee gekommen. Also, erstmal würde ich... Ich würde das direkt hier so lassen, aber ich würde hier tatsächlich das Dach wegmachen. Und dann machen wir sozusagen ein Flachdach hier drüber. Also so... Und das Gestell hier kommt auch nochmal weg. Wir bauen hier eine normale Treppe hoch und setzen dann den Turm hier oben drauf. Ne, also. Ich muss nur. Oh, unser Hammer ist kaputt. Mach mal die Tür zu, sonst zieht's noch. Oh, wir könnten ein Holzschild machen. Krass. Aber wir wollen ja den Bogen. Da fehlen uns. Ah, wir haben S4. Okay. Wird auch schon wieder dunkel. Ups. Ich hätte gern die 4. Das weg. Das. Das. Ich habe die Wand weggerissen, natürlich. Und den Stumpf weg. Wie gesagt, denn... Ich weiß nicht, wie gut das funktioniert. Dass wir tatsächlich hier jetzt dann hochbauen werden. Was habe ich jetzt weggerissen? Ach, gut. Klar, das mit den Leitern ist cool. Vielleicht werden wir es auch doch wieder so machen, aber... Ist das jetzt, kann ich das eigentlich da dagegen setzen? Aha. Das müsste ja so auch gehen eigentlich. Ja, okay. Gut, es ist halt irgendwie ein bisschen egal. Okay, wir haben da den Kamin. Wir haben das jetzt so. Decke. Vielleicht da halt nur einer Böden. Ich glaube, die müssten, sollten wir auch am besten dann nochmal wegmachen. Und gegen doppelte austauschen. Obwohl. Das, ja, macht keinen Unterschied. Will ich da den Treppenaufgang machen? Wir müssen jetzt halt nur gucken, dass wir den Kamin nicht zubasteln. So, ich lasse das jetzt mal so. Holzstufen. Ja, wenn wir jetzt sagen würden, wir machen hier eine Stufe hoch, dann eine Bodenplatte. Der muss noch weg. Obwohl... Muss da so ein Stumpf drunter? Naja, wenn ich das so mache, ist es auf jeden Fall stabiler. So, wenn wir dann jetzt hier wieder die nächste Treppe nehmen. Erstmal drehen. Ich bin mir nie sicher, ob irgendwas versucht. Ah, nee, okay, okay, okay. Nee, wir werden so hoch bauen. Genau. Wir werden das so machen. Doch, doch, doch. Ich weiß jetzt nicht, ob die... ...die irgendwie extra abgestützt werden müssen. Wir machen das jetzt halt mal. Das heißt, hier geht es dann hoch. Das funktioniert halt so, wie ich es gern hätte. Also hier zu. Zu. Na, komm.
du? Ich denke mal, das müsste gehen, oder? Ja, okay, bleiben wir im Kopf hängen. Weiß nicht, ob das so die Idee ist. Da hätten wir die Platte hätten machen sollen, noch eine Platte. Und dann da hoch. Wird das gehen? Wenn wir jetzt hier eine Stufe hinmachen würden. Ne, da wären wir zu niedrig. Ja, okay, es wird nichts. Okay. Lass mal es erstmal so. Es wird schon so funktionieren. Dann Wand. Ja, ansonsten müsste man das Haus um 1 verlängern. Obwohl, das wäre jetzt ja auch das kleinere Problem, wenn wir jetzt sagen würden, wir machen das weg. Oh, ich brauche Licht. Ach, das geht nicht gemeinsam. Wir machen jetzt einfach das so. So. So, der Kamin bleibt ja. Wir beginnen zu frieren, das ist schön. Jetzt müssen wir wieder hier. Ach, wir gehen jetzt erst kurz eine Runde pennen. Das ist ja sonst. Bett benötigt Feuer in der Nähe. Haben wir doch. Okay, dann bauen wir weiter. Ist aber auch blöd für euch. Okay, Moment, anderer Plan. Einfach nicht halt länger als ein Provisorium. Feuer. Gott sei Dank. In einem Traum sitzt du neben einem Feuer in einer großen Halle und du bist von Gesprächen bekannter Stimme umgeben. Okay. Okay, wir fühlen uns gemütlich. Das ist schön. Das kann jetzt wieder weg. So, okay, also dann brauchen wir nämlich hier bauen. Wie viel Holz habe ich eigentlich noch? 2. Ja, grandios. So. Das weg. Das weg. Das weg. Das weg. Also müssen wir jetzt gleich kurz warten, dass wir wieder ein bisschen höher kommen. Und dann würde ich trotzdem sagen, aus Sicherheitsgründen hätte ich ganz gern. Kriegt ihr aufeinander? Wie stelle ich denn den jetzt da drauf? So. Nee. So. Nee. Ich will den hier drauf haben. Hier drauf einfach. Ist gar nicht so einfach. Sinnvoller wäre es ja eigentlich hier so in die Mitte rein, ne? Können wir es zum Essen vertragen? Okay, 5, die 6 und die 8. So stehen. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr wisst, ob das nötig ist oder woran ich sehe, ob ich vielleicht irgendwo mehr Stabilität brauche. So. Gut, das ist unser Kamin. Müssen wir gleich unser ganzes Holz noch hier verarbeiten. So. Okay, wir haben kein Holz mehr. Dann gehen wir jetzt Holz hacken. Wundert es echt, dass das nicht geht, aber gut.
So, wie viel Platz haben wir denn? Ich räume vielleicht noch mal ein paar Sachen raus. Das Schöne ist, es geht ja nicht verloren. Hoffe ich zumindest mal. Ich hoffe nur, wir kriegen heute nicht schon wieder eine Invasion. Oh, Honig können wir auch essen. Wäre gut zu wissen. Nixentrophäen, okay. Wir sollten halt am besten so wenig wie möglich nur dabei haben. Ich hoffe, die fliegt nicht weg. Wir haben 37 Steine dabei. So, sieht schon besser aus. Und dann müssten wir mal, glaube ich, mal in Truhen investieren. Ja, okay, nix. Dann Holz hacken. Ich hoffe, euch macht das Let's Play genauso viel Spaß wie mir. Aber wie gesagt, also prinzipiell gesehen, ich bin ja ein Jahr zu spät sozusagen für YouTube theoretisch gesehen dran. Für den Anfangs-Content. Aber ich kann jetzt ja schlecht in irgendwas reinstarten, ohne dass ich irgendwas weiß. Und da dachte ich mir, ich nehme euch einfach auf die komplette... Oh, geh doch weg. Auf die komplette Reise mit. Ich denke, das ist einfach gemütlicher und entspannter. Also für alle. So. Nummer 2 Holz. Wenn wir jetzt oh, den in die Richtung einschlagen. Reicht dann Glück oder Pech? Schon mal gut. Wir holzen die hier auch gleich weg. Ich hoffe nur, dass die nicht... Oh, da sind sehr viele Pilze, die brauche ich. Wir den Baum weg haben. Ich muss sagen, wir haben aber auch schon, seit wir jetzt angefangen haben, echt gut Ausdauer geskillt, ne? Also der Balken ist schon viel größer geworden. Holzhacken haben wir auf 20, auf 19. So, jetzt noch einmal. Und weiß ja nicht, aber irgendwie. Pilze nehmen wir gleich. Alter, gehst du weg? Weg mit dir. Verschwind. Keine Zeit. Muss bauen. Ja, dann haben wir schon ganz schön Ausdauer geskillt. Wir haben auch schon 68 Leben. Ich weiß jetzt nicht, ob das besonders viel ist oder so, aber... Baum hält. Also irgendwie bauen wir gerade nur den ganzen Wald zusammen. Okay, das ist der Domino-Effekt des Waldes in dem Fall. Wir haben gerade 3 Bäume gefällt. Jetzt hängt der mir hier aber immer noch im Weg. Meine Güte hier. Geh kaputt. Wie viel haben wir? Das ist wenig. Ich denke mal, wir brauchen mindestens 100. Kann ich jetzt, wenn ich hier jetzt volle Lotte, ne, also so voll rein smash. Holzhacken auf 20, läuft. Genau das wollte ich haben. Das Spiel versteht, was ich will. Ich muss auch sagen, ich finde es einfach mal cool, dass es kein so eine coole Comic-Pixel-Grafik ist. Finde ich echt cool. Also jetzt nicht so pixelmäßig wie Minecraft, das kann ich leider nicht. Da wird es mir schlecht von. Okay, wir müssen Ausdauer.
Regenerieren. Also es ist halt auch eher Mindsetting, die, wo schon länger auf dem Kanal sind oder auch auf Twitch dabei sind, die wissen ja, Wikinger sind absolut mein Ding. Ah, wir müssen gleich reparieren. Oh nö. Und zwar jetzt. Nee, noch nicht. Jetzt, okay. Gut, aber ich sage, wenn wir es eh reparieren müssen. Sieht schon aus wie so ein kleines Fort, ne? Können wir eigentlich schon die Erweiterung für die Werkbank bauen, fällt mir gerade ein. Hier. Verschiedenes. Ne, nicht das bloß. Wen Feuersteine? Wo sind meine ganzen Feuersteine? Wir haben nur 8. Okay. So, bauen. Wir haben das jetzt ja auch nur 1 hoch gemacht. Okay. Bauen wir jetzt mal weiter mit dem Grundgerüst. Wie gesagt, hier drauf soll dann so eine Art Turm entstehen. Dass wenn wieder eine Invasion kommt, wir auf jeden Fall... Aha. Gut, dann müssen wir es halt ineinander bauen. Haben wir wohl eine blöde Länge erreicht. Ah, okay, reparieren. So. Also ich muss sagen, du kannst dich halt hier kreativ auch voll auslassen, ne? Das ist so richtig. So. So. So, die schöne Seite. So, macht man jetzt denn, mache ich jetzt dann direkt ein Dach drauf? Ich muss halt sagen, es sieht halt so niedrig aus. Aber wenn wir sagen, das soll ein Turm werden. Okay. Aha, aha. Gut, für den Kamin müssen wir eh noch höher. Würde ich nämlich dann jetzt... Na. Einmal. Einmal. Okay, dann... Und drauf komme ich nicht. Müsste das doch gehen, wenn wir das jetzt so machen. Einmal so. Ah. Das geht doch bestimmt. Sehr schön. Wohl, warum nicht denn das riesige Ding? Das reicht doch vollkommen eigentlich. Oh, jetzt müssten wir ja das so. Na komm. Und, nee. Wir haben keine. Ne? Ich kann sagen, wie nichts zum Bauen. Nee, sieht die nicht. Wir machen das mit den schräg Dingern da. So und so. So, ich hoffe, das funktioniert. Und ich habe da vorne Holz liegen und komme nicht ran. Das ist belastend. Sag ich das? Ach, man kann... Ah, man kann auch... Okay, cool. Kriege ich Fallschaden? Ja, sonst müsste ich jetzt einfach... Ja, es ist blöd, aber... Habe ich mein Holz jetzt?
Die weg. Und die weg. Okay. Wir könnten... Hier soll ja der Turm dann entstehen. Da bräuchte ich ja dann hier... Nein, komme ich da nicht runter. Dann macht man das doch lieber hier. So, Boden. Boden. Leiter. Aber dann könnten wir... Nee, könnte man nicht. An was hänge ich da? Okay. Genau, warte mal. Wenn wir die da hin machen, dann können wir ja da unten durch. Kann die weg, dann hängen wir an der Leiter. Eins ist zu schmal. Und dann machen wir es komplett. Ja gut, ich kann es ja auch so machen. Ja, ne? So, und dann... Geht das einfach so, so ein Giebel drauf? Ja, tatsächlich. Aha. Kann ich die noch weiter reinsetzen? Das ist ja... Ihr versteht, was ich meine, oder? Wenn wir jetzt da nochmal eine halbe Wand hinmachen würden. Nee. Okay. Ja. Dann würde ich tatsächlich, aber ehrlich gesagt, machen wir hier nochmal das weg. Und machen hier auch eine halbe Wand hin. Das soll dann ein Fenster werden. Und hier machen wir das auch. Okay. Gut, dann in dem Fall... Könnten wir es zum Essen vertragen. Okay, es geht sogar von der Höhe tatsächlich. Und wir kommen sogar da drunter. Das ist cool. Das ist nur die Frage, wie machen wir das jetzt hier? Ha. Wie komme ich jetzt da raus? Vielleicht doch die Treppe weg und dann doch hier so die Leiter. Dann komme ich noch da drunter. Lass mich raten, hier muss ich jetzt in die Knie gehen. Für. Okay, es geht nicht.
Mies. Selbst dann nicht. War doof, aber das. Wo hänge ich jetzt? Falls ihr dann eine Idee habt, wie wir es am geschicktesten machen könnten. Schreibt es gerne in die Kommentare und wenn ich das jetzt wieder hier hin mache, komme ich halt auch nicht. Oh. Nee. Nee, nee, nee. Ja, heute machen wir eine reine Baufolge. Okay, ich mache das jetzt wieder so, wie es war. Das da wieder hin. So. Doof. So. Dann, nein, so nicht. So, bitte. Dann die Leiter. Wieder dahin. Okay. Also schlussendlich, wenn wir jetzt sagen würden, eigentlich sollten wir ja wenn dann jetzt die hier hin machen. Mal das. Ja gut, das müsste ja gehen. Das und das. Wir haben kein Holz mehr. Sonst wird auch schon wieder dunkel. Und Hunger haben wir auch. Ach, da war ja wieder was. Stimmt, die brauche ich mal noch kurz. Okay. Dann bauen wir jetzt wieder kurz unser Feuerchen hier hin. Mir fehlt Stein. Schön. Ah, Jemine. Hier. Das ist mal so oder so los. Ach nee, meine Steine sind doch hier vorne irgendwo. Da ist noch Holz. Stein. Da. Ist hier unten auch ein Loch ausgehackt aus Versehen? Nein, gut. Ey. Gut. So, dann bin ich ja mal gespannt. Also wir brauchen wieder Holz. Tag Nummer 6. Tag Nummer 6, liebes Tagebuch. Ich hoffe nur, dass es so funktioniert, wie ich es mir gerade vorstelle, weil irgendwie haben wir hier drin ganz schön Qualm, ne? Der ist wohl zu niedrig. Das darf wohl nicht so sein. Ich habe natürlich ja kein Holz. Okay. Dann würde ich sagen, war es das von der Folge. Ich gehe jetzt nochmal Holz holen. Und vielleicht baue ich auch schon ein bisschen weiter. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr weiterhin nichts verpassen wollt, wie es weitergeht mit meiner Reise in Valheim. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag noch. Macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Wiki und tschüss.